Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar, wer die Medien verfolgt hat, hat natürlich von diesem Bildartikel erfahren, bei dem Leroy Sané mit einem 25.000 Euro Outfit zum Mannschaftshotel in Wolfsburg ankam. Ihm sei es auf jeden Fall definitiv gegönnt. Er kann es sich auf jeden Fall leisten. Er bringt auch auf dem Platz natürlich seine Leistung. Ja, dann nochmal hier, ich habe hier ein Deadstock Velour Hoodie an, der ist richtig nice, auf jeden Fall richtig bequem. Links ist auf jeden Fall in der Beschreibung und dann würde ich mal sagen, widmen wir uns diesem Bildartikel. Also die Überschrift hier, Sané, das ist sicher Geschmackssache nach dem Auftritt im 25.000 Euro Outfit. Ich lese mal hier kurz nur den Bildartikel vor. Es war der Hingucker beim Auftakt des Länderspieljahres. Leroy Sané 23 kam am Montag mit einem 25.000 Euro Outfit am Mannschaftshotel in Wolfsburg an. Allein der Louis Vuitton Rucksack kostet 18.000 Euro. Also wenn wir uns das Bild kurz anschauen, ich persönlich finde, dass das der Highlight des Outfits nicht mal der Rucksack ist, sondern die Jacke, der Manchester City Star auf Bildnachfrage. Das ist sicher Geschmackssache. Ich habe morgens in meinem Kleiderschrank geschaut, dachte mir, das ist das, was ich anziehen will. Und der mega Luxus Rucksack, eigentlich selbst bezahlt, Fragezeichen. Sané zu Bild, nein, ich habe ihn nicht gekauft. Ich denke, das war hier eine rein rhetorische Frage. Natürlich kann er sich den Rucksack sowieso leisten und auf jeden Fall genug verdienen. Und ich denke, der hat dann einfach eine ironische Antwort abgegeben, denn ich denke nicht, dass er ihn einfach von Louis Vuitton zugeschickt bekommen hat. Ja, zu den Schuhen sei gesagt, das waren hier die Nike Jordan. Für 2.500 Euro steht hier. Ich denke, die kosten so 1.500 Euro. Und ja, die selbstbemalte Lammfelljacke trägt man ja eigentlich andersrum, aber er hat sie jetzt nach außen gewendet und sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ihm steht es auch, weil er eine relativ dunklere Hautfarbe hat. Ich denke, jemand mit hellerer Hautfarbe würde das so gar nicht stehen und er könnte gar keine weiße Jacke tragen. Auf jeden Fall sei gesagt, die Jacke für 4.000 Lappen ist schon dann auch echt ein Batzen. Die Jacke ist auf jeden Fall richtig geil, feiere ich auf jeden Fall. Ich finde, das Highlight vom Outfit ist auf jeden Fall die Jacke. Den Rucksack finde ich jetzt nicht so überkrass hier von Louis Vuitton. Aber wie gesagt, 18.000 Lappen dafür den höchstwahrscheinlich hingelegt. Sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Es werden auf jeden Fall die meisten sagen, ah, der soll doch lieber sein Geld spenden. Aber ich denke, der wird es auch machen. Die meisten Fußballer sind ja engagiert und spenden viel Geld. Dennoch haben sie dann noch genug, um sich natürlich mal hier die ein oder andere teure Jacke zu kaufen. Das war's auch schon mit dem Video heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da und folgt mir auf Instagram. Peace.